Die ABDA-Präsidentin Ova Wiening hat sich in einem offenen Brief beim Gesundheitsminister Karl Lauterbach über den ersten Entwurf des sogenannten Lieferengpassgesetzes beschwert. Der Entwurf sei, Zitat, ein Ausweis von Missachtung und Misstrauen gegenüber der Apothekerschaft. Zitat Ende. Da es sich um einen offenen Brief, um einen sogenannten Brandbrief handelt, möchte ich euch den Inhalt gern hier einmal vorlesen. Zitat, Berlin, den 17.02.2023. Sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrter Herr Professor Lauterbach, nach den vielen Gesprächen nicht nur mit Ihnen, sondern auch mit vielen gesundheitspolitischen Expertinnen und Experten der Regierungsfraktionen haben die 18.000 Apothekenteams in unserem Land, die Monat für Monat millionenfache Lieferengpässe bewältigen, große Hoffnung in Ihren Referentenentwurf zum Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz gesetzt. All diese Erwartungen haben Sie mit diesem Entwurf enttäuscht. Das Papier lässt mich sowohl in meiner Rolle als ABDA-Präsidentin als auch als Inhaberin einer vor Ort versorgenden Apotheke fassungslos zurück. Meine klare Erwartungshaltung an den Gesetzesentwurf war und ist, er soll dazu beitragen, die millionenfachen Lieferengpässe wirksam zu bekämpfen. Das wird aber nur dann gelingen, wenn Sie uns dauerhaft Entscheidungskompetenzen für den therapiegerechten Austausch von verordneten Arzneimitteln zugestehen. Wie verantwortungsvoll wir Apothekerinnen und Apotheker damit umgehen, haben wir in den letzten 3 Jahren unter Beweis gestellt. Ihr aktueller Entwurf zeigt mir leider, Sie scheinen diese Leistungen nicht zu würdigen. Stattdessen ist dieser Entwurf für mich ein Ausweis von Missachtung und Misstrauen uns Apothekerinnen und Apothekern gegenüber. Ihr Gesetzesentwurf steht in deutlichem Widerspruch zu dem im Koalitionsvertrag beschworenen Vorhaben, die Apotheken vor Ort zu stärken. Aus der angekündigten Apothekenstärkung wird eine weitere Apothekenschwächung. All die Patientinnen und Patienten, die von Woche zu Woche mit einem immer kürzeren Geduldsfaden unsere Apotheken aufsuchen, werden durch diesen neuerlichen Entwurf nur noch schlechter versorgt. Während wir uns als Leistungserbringerinnen und Erbringer Tag für Tag, Nacht für Nacht für unsere Patientinnen und Patienten reinhängen, lassen Sie uns hängen. Damit ist es Ihnen zum wiederholten Male gelungen, meine Kolleginnen und Kollegen nicht nur zu enttäuschen, sondern auch zu demotivieren. Zitat Ende. Kurzer Einwand von mir. Was mich hier wirklich extrem stört, ist diese Gendersprache. Also die Präsidentin der Apotheken regt sich auf, zu Recht, schreibt den Herrn Lauterbach einen Brief und lässt es aber wirklich nicht weg, zu gendern, was das Zeug hält. Meine lieben Mitbürger, wenn du einen Schwachsinn mitmachst, musst du jeden Schwachsinn mitmachen. So einfach ist das. Weiter im Zitat. Sehr geehrter Herr Bundesminister Lauterbach, die Aufgabe Ihres Ministeriums bestand doch darin, mit einem geeigneten Gesetz eine zeitnahe und verlässliche Arzneimittelversorgung wieder sicherzustellen und Verbesserungen zu erreichen. Was haben wir aber stattdessen erhalten? Ein Gesetz, der Patientinnen und Patienten mehr belasten wird, das die Arzneimittelversorgung verlangsamt und zu mehr Bürokratieaufwand führt. Wir Apothekerinnen und Apotheker mit unseren Teams lösen die Lieferprobleme, die durch andere erzeugt wurden, und das mit einem enormen zeitlichen und personellen Aufwand. Die als Engpassausgleich geplanten 50 Cent können nur als Platzhalter für eine angemessene Honorierung verstanden werden. Oder sollen sie einen echten Symbolcharakter haben? Dann sind sie ein Symbol für die Geringschätzung und das Abqualifizieren der apothekerlichen Leistungen. Mit diesem schamlosen Betrag vergüten Sie 24 Sekunden Arbeitszeit. Wie soll das reichen, den zeitlichen und personellen Aufwand für das gesamte Management der Lieferengpässe abzufedern? Das tägliche Prüfen der Verfügbarkeit von Alternativen, die Auswahl, das Bestellen, die wiederholten Ärztinnen- und Arztrücksprache, die erneute Prüfung auf Verträglichkeit und die sich daraus ergebenden zusätzlichen Beratungen, der Botendienst, Herr Bundesminister, die Liste ist noch lange nicht erschöpft. All diese Tätigkeiten gehören zu unseren apothekerlichen Pflichten, die wir gewissenhaft und verlässlich zum Wohle der Patientinnen und Patienten erbringen. Es sind heilberufliche Leistungen für die Gesundheit, für die Gesellschaft, für den Staat, die honoriert werden müssen, die selbstverständlich vergütet gehören.
Wir fordern einen Engpassausgleich, der sich an der tatsächlichen Arbeitsrealität und Arbeitslast der Apothekerinnen und Apotheker bemisst. Die Regierung muss endlich damit beginnen, unser Gesundheitssystem nachhaltig aufzustellen. Hier arbeiten Menschen für die Versorgung Kranker. Das muss auch in Zukunft nachhaltig gesichert werden. Mit weiteren Apothekenschließungen wird die Arbeitslast in den übrig bleibenden Apotheken weiter zunehmen. Die Wege für die kranken Menschen werden länger, Wartezeiten steigen und eine flächendeckende Versorgungssicherheit kann nicht mehr garantiert werden. Ihre 50 Cent sind nicht einmal mehr als ein Pflaster zu verstehen, das aufgeklebt wird. Sie sind ein Affront. Sehr geehrter Herr Bundesminister Lauterbach, über dieses Problem hinaus droht mit Blick auf die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung, die am 7. April auslaufen wird, eine Regelungslücke. Sollten die bewährten, vor fast 3 Jahren eingeführten, gelockerten Abgaberegeln Anfang April tatsächlich enden? Dass die vielen Lieferengpässe nicht noch dramatischer ausfallen, liegt insbesondere an der vor 3 Jahren eröffneten Austauschmöglichkeit für die Apotheken durch die SARS-CoV-2-AMVVO. Diese Entscheidungsspielräume für die Apotheke habe sich sehr bewährt. Den Patientinnen und Patienten kann bürokratieärmer und weiterhin therapiegerecht geholfen werden, wobei die Einsparungen für die Krankenkassen durch Rabattverträge in voller Höhe erhalten blieben, ja sogar ausgebaut worden, dank der sehr verantwortungsbewussten Vorgehensweise der Apotheken. Aus diesem Grund ist die gesetzliche Neuverankerung dieser erleichterten Austauschregeln für die Apotheken zwingend erforderlich. Die Austauschregeln geben Apothekerinnen und Apothekern Entscheidungsräume, die unserem heilberuflichen Auftrag gerecht werden und die Bürokratie abbauen helfen. Nur mit dieser Beinfreiheit können wir auch die Arztpraxen vor Überbeanspruchung schützen. Allerdings ist dieser Entscheidungsspielraum nur unzureichend gegeben, wenn Sie wie vorgesehen unsere apothekerliche Kompetenzerweiterung an die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erzeugten Arzneimittellisten koppeln. Diese Einschränkungen bedeuten eine bürokratische Hürde und verschärfen die Versorgungsprobleme. Listen hinken zeitlich immer hinterher, bilden niemals regionale Situationen ab, gelten nur für verschreibungspflichtige Arzneimittel und erfassen dadurch nur einen Teil der Lieferprobleme. Die bewährte Eröffnung von Entscheidungsspielräumen muss dauerhaft, unbürokratisch und für alle Arzneimittel gelten. Nur dann kann sie helfen. Sehr geehrter Herr Bundesminister Lauterbach, unsere Apothekerinnen und Apotheker vor Ort bewältigen mit großem Erfolg zahlreiche Mammutaufgaben und beweisen, dass sie auch in Krisenzeiten unentbehrliche Partner sind, die Tag und Nacht verlässlich an der Seite der Patientinnen und Patienten stehen. Vor diesem Hintergrund ist es mir unbegreiflich, warum Sie das Potenzial, über das wir durch unsere Apotheken verfügen, nicht ausschöpfen, sondern eindämmen. In die gesundheitspolitische Debatte zur Zukunftsfähigkeit der Apotheken, das schreibe ich der Politik mit allem Nachdruck ins Stammbuch, müssen die Apotheken einbezogen werden. Die Regierung trägt die Verantwortung für 18.000 Apotheken und die dort tätigen 60.000 Apothekerinnen und Apotheker. Diese Verantwortung vermissen wir aktuell bei Ihnen, sollte sie Ihnen als Gesundheitsminister doch ein besonderes Anliegen sein. Um Ihnen die Auswirkungen Ihres Gesetzesentwurfs für die Apothekerinnen und Apotheker zu verdeutlichen, möchte ich nochmals um die Möglichkeit eines dringenden persönlichen Gesprächs mit Ihnen bitten. Ihre Gabriele R. Overwiening. Zitat Ende. Ja, meine lieben Zuschauer, keine Ahnung, was nun daraus wird. Ich denke mal, dass der Herr Lauterbach sicherlich seine Gründe hat, sich im Augenblick um die Apotheken nicht zu kümmern. Ich bin überzeugt davon, dass er an größeren Aufgaben arbeitet. Die andere Seite ist die, wann immer du einen offenen Brief an irgendjemanden von unserer hochkompetenten Regierung schreiben möchtest, um deinen Unmut kundzutun, um etwas zu erreichen, dann bediene dich nicht ihrer irrsinnigen Vorgaben. In dem Fall rede ich übers Gendern. Wo stammt denn dieser ganze Blödsinn her? Woher kommt er denn? Wer hat sich das denn einfallen lassen? Ja, Antwort steht fest. Nur, wenn du jetzt daherkommst und möchtest deinen Unmut Luft machen und bedienst dich dieser irrsinnigen Sprache, wo die Leute, die sie in die Welt streuen, sich am Abend höchstwahrscheinlich den Bauch vor Lachen halten, werden sie dich auf Grundlage so eines Schreibens mit Sicherheit nicht ernst nehmen. Würdest du es umgekehrt, versetz dich immer in die Lage des anderen und überlege dann, würdest du damit noch ernst genommen werden? Glaubst du denn, die sprechen untereinander, wenn die Kameras nicht auf sie gerichtet sind? Auch so? Ach komm schon. Also meine Lieben, Meinungsfreiheit voran.
gepaart mit dem unbedingt zu dir zu stehen. Und wenn du einen Schwachfug aus der Welt räumen willst, solltest du dich am anderen Schwachfug nicht beteiligen. Zumindest dann nicht, wenn das Konglomerat aus Schwachfügen, sagt man das so, aus diesen schwachsinnigen Dingen, aus ein und derselben Quelle stammen. Eure Angel.